Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ja, wir fahren gerade Richtung Mission und ich habe im letzten Part festgestellt, dass wir ein bisschen länger haben aufgenommen. Etwas längeres aufgenommen haben. Ja, 36 Minuten. Hey, aber das Spiel macht Spaß. Wir haben viel zu tun. Wir müssen hier viel machen. Da ist das doch schon mal genehmigt. So. Und jetzt fahren wir aber wirklich zur eigentlichen Mission. Ich setze mir sogar hier. Ich setze mir sogar einen Wegpunkt hin. Ich weiß zwar immer noch nichts mit dem WLAN-Symbol unten links anzufangen, aber hey. Kann das irgendwie heißen, dass mein... Nee, mein Ubisoft ist verbunden. Welches Wetter voraus, Captain? Ach du Scheibenwetter. Vorsicht, Captain! Auf die Türme zielen, Captain! Backbord! Von der Ho! Der Schweif des Teufels! Wo sind die verdammten... Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain. Gebt den Befehl, Feuer! Sir. Captain, ein paar Treffer hier und sie Feuer! Bricht. Bereit zu feuern, Captain. Feuer! Okay, ich kann jetzt nachvollziehen, warum das so viele Leute gefeiert haben. Da sind sie am empfindlichsten. Das ist ja mal richtig... Egal. Die egal, zielen egal. Auf uns! Du wirst uns versenken, Kenway! Mauser! Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Es kommt auch noch Stürme hinter mir. Das ist unsere auch nicht wahr. Kanonen reichen nicht so weit! Keine Schlimmeres! Die Nebenaktivität kann ich ja immer noch bei Zeiten so machen. Achtung! Mörser im Anflug! Ja, wir sind gleich da. Sind alle Kreuzsegel bereit? Von Backbord, Sir! Diese treibende Beute wartet nur auf uns! Muss sich gelockert haben, als wir getroffen. Willst du an mir die Zähne ausbeißen? So. Wo ist dieser Drückelberger jetzt schon wieder? Lesig! Und jetzt machen wir mal weiter. Würde ich behaupten. Oh Gott, ich muss noch viel aufnehmen. Moment mal ganz kurz, Leute. Ran E-Sport. Bitte was? Das läuft bis 3 Uhr? Oh Gott, das heißt wieder Special Run E-Sport Folge. Ah, egal. Gut, das erste, was ich natürlich erstmal mache, genau, wieder Kleinigkeiten schon direkt abhaken. Das sollte ich auch so gut wie möglich, weil ich habe so das Gefühl, dass wir hier nicht lange verweilen werden. BTT bleiben werden. Ich werde nicht. Gab es irgendeine Aufgabe, die ich Schatzkiste plündern.
Ich will ja nicht sagen, aber sollten Assassinen nicht eine bessere Wahrnehmung haben? Da, ach so. Das wird sowas von der Thumbnail. So richtig schön. So, dennoch weiß ich jetzt nicht, wie ich weiterfahren soll. Verfahren. Oh ja, doch, das ist eine ganze Menge jetzt schon. Dann sollte ich hier auch genau drauf achten, was ich wo, wie, was mache, ne? Wo, wie, wann mache, genau. Irgendwo in der Richtung ist eh die Truhe. Alter, das ist eine Insel voller Assassinen. Oh, die prüft hier nach. Das ist nicht gut. Okay, sie geht wieder. Ey, wie ich halt voll auf die Karte gucke, da ich halt so wenig wie möglich Aufmerksamkeit auf mich habe, weil ich glaube, ein Kampf gegen, ja, fitte, aktive Assassinen könnte für mich schlecht ausgehen. Gerade. Huch. Ja, Kamera, danke. Ach, wir gehen an einer Holzbalken, ne? Alles. So. Den habe ich erstmal ausgenockt, bevor er mich fest. Alter! Dahin sollst du rennen. Bevor er mich feststellen konnte, richtig, dass ich da bin. Oh, werde ich noch zum richtigen Hitman-Assassin? Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall habe ich den nächsten Erreichpunkt. Oh, mein Handy hat keinen Akku mehr. So haben wir schon das mal nicht mehr das Problem, dass ich da auf das Spiel so achte. Ich sollte da den nächsten Punkt schon mal mir markieren, damit ich den auch schon mal im Hinterkopf behalte. So, irgendwo oberhalb. Entschuldigung, ich finde das einfach gerade zu amüsant. Scheiß drauf, wenn der Part länger wird dadurch, aber es ist halt lustig. So, nee, aber jetzt Spaß beiseite. Man muss ja nicht immer tot ernst sein beim Spielen, ne, also. So, das haben wir dann auch. Da wurde hier gerufen. Was? Ach, keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz die Karte öffnen, damit er irgendwie sich ein bisschen wieder einpendelt. Sprich, dass ich halt
Ich habe es jetzt nicht so wirklich ganz kapiert, aber irgendwie was mit herbeigeführt oder herbeigerufen. Ich weiß es nicht. So, den eventuellen nächsten Punkt kann ich mir ja schon mal markieren. Oh, habe ich sogar. Okay, das ist nicht ganz mittig, aber hey. So. Jetzt muss ich natürlich drauf achten. Gerade mal jetzt, dass ich halt nicht entdeckt werde. Natürlich muss von da jetzt gerade einer kommen, ne? Okay, wie soll ich hier zaubern? Ich soll dahin. Und da ist ja auch noch eine Kiste. Die werden mich doch unweigerlich bemerken. Schön, dass auch noch im Wasser Alligatoren sind. Das macht es ja umso besser. So, ja, kommt nämlich gerade zurück. Und hier wird es noch schlimmer. Ja, er speichert gerade, ich warte mal. Es steht auch unten Text, ihr könnt das euch bitte selber durchlesen. Ich kann das jetzt auch nicht gerade so drauf achten, weil ich halt wirklich hier drauf achte, in welchen Abständen und welchen Rhythmen die hier sich hin und her bewegen. Wenn ich so ein bisschen herauskriege, wann ich wo wie mich hinbewegen kann. Ah, okay. Die muss ich ja gleich hier reinziehen. Vor allem, guck mal genau hin, mein Kopf ragt da raus. So. Natürlich, ey, ich bin ein Assassin, ich müsste sowas erkennen. Sie so, ich stehe hier nur. Und ich so dann, Moment, okay. Habe ich noch genügend Zeit rüber zu flitzen? Ja. Ich glaube, sie muss ich nicht ausschalten dafür. Wenn ich jetzt hier hingehe, sie guckt da vorne, weil ich da vorne ja in die Versenkung gegangen bin. Ah, Funk. Funk, allein schon. Fuck, meinte ich.
Das war jetzt nicht mit gerechnet. Ich muss sogar unauffällig durch. Ist ja noch schöner. Macht's ja gleich noch besser. Ist ja nicht so, dass es so schon schwer genug ist. Die Kiste habe ich aber behalten, ne? Ja. War sonst noch was? Ich glaube, ich durfte mich nicht erwischen lassen. Nee. Irgendwas war noch. Ah ja, 3 Assassinen ausschalten, das habe ich ja nebenbei gemacht. Ein Betrüger im Gewand eines Verräters kann man noch sinken. Okay, sie hat es nicht gemerkt. Er dreht jetzt um, deswegen muss ich hier warten. Bitte bleib doch ruhig. Wie er das auch gar nicht peilt, dass... Ich finde es eigentlich sogar fast gut, dass die KI noch nicht so hoch ist. Also heutzutage, ne? Sonst wäre es schon ein bisschen schwieriger. Wenn die KI sich auch merkt, hey, Moment, da stand doch jemand. Na gut, in neueren Spielen wird das ja bald kommen. Ein sogenanntes, ja, KI-Learning. Thing, also dann lernt die KI aus unseren Tricks und weiß, worauf sie dann zu achten hat. Okay, jetzt wird schwierig. Ich muss eigentlich... Nee, eigentlich muss ich mich nur halt genug auf Abstand behalten. Okay. Oh, ich krieg Schweißhände, Leute. Jetzt war das nächste Problem. Ich muss da rüber hüppen. Aber da drüben, ihr seht es schon, ist eine Schützin. Und die hier wird mich auch gleich bemerken sonst. Die muss ich leider wegräumen. Ich betäub die ja nur. Mehr mache ich ja gerade nicht. So. So, wenn sie beim nächsten Mal nach rechts guckt. Jetzt. Jetzt muss ich los. So. So, da drüben wird sie nichts finden. Das heißt, mit anderen Worten bin ich safe. So. Ach ja, ich habe ja noch was zu tun. Genau, ich muss nämlich schon mal den nächsten optionalen Punkt anpeilen. Hä? Reden. Ach so, da vorne ist sie. Okay. 75 Meter in die Richtung, 22 Meter in die. Oh, dann nehme ich erstmal die kürzere. Jesus, Kid. Da hast du mich was reingeführt. Bewachen diese Mönche den Schatz, den du mir versprochen hast? Ich sagte ja, dass ich ein Geheimnis habe. Ich sagte nicht, dass es leicht ist. Jetzt machen wir diese Tür auf und ich zeig dir, was drin ist. Okay. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Captain Kenway? Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna.
Er hat den Sinn, Mentor. James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ei. Ich schätze schon. Hm. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Scheibenkleister. Ihr kennt mich, ich muss das jetzt nochmal machen. Und deswegen gucke ich mal nach der Zeit. Nein. Nein, 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 nein. Okay, dann mache ich das für mich privat. Weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das, nein, das gibt's nicht. Das wird's nicht geben und es sollte auch nie geben. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kit. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Kenway, du hast schon gesehen, was sie gemacht hat, ne? Es wäre schon klug gewesen, das nachzumachen. Ihr habt selber gesehen, ich habe einfach... Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kit. Naja. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Atabai. Ein Assassine. Und mein Mentor. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo, ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Elf doch eh alles hier gerade nach. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Du Plapp. Du Plapp. Was? Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Hm. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Ja, aber wie? Ich erreiche ja noch nicht mal die unterste Kante hier. Ah. Also hat Assassin's Creed Black Flag wieder auf vorgefertigte Kletterwege gesetzt, anstatt auf, wir können an jeder Sache klettern. Ja, das stelle ich jetzt erst fest. Ach, verdammt. Sachte, Kenway. Das sind doch keine Schiffswanden. Also wart ihr es, die die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Ja, leichter gesagt als getan. Es ist recht... Okay. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kit.
Okay. Das hängt wohl von dir ab. Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Okay. Guck mal, Mama, ich habe die KI kaputt gemacht. Nee, aber jetzt ehrlich mal, warum bleibt die denn stehen? Ach so, weil wir wieder hier einen Solo-Part haben quasi. Was das anbetrifft. Okay, ich wollte jetzt nicht noch 3 Stunden mehr aufnehmen, deswegen muss ich gleich schon wieder Ende machen, Leute. Es ist gleich wieder soweit. Tut mir leid. Okay, mit anderen Worten, ich soll vorklettern. Hätte sie doch sagen sollen. Alter, ist das weit. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Auf dem Boden sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Erkennst du es? Ei. Die einen sind Raubtiere, die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Das ist die Frage. Ja, das ist die Verbindung. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Ach so, ich verstehe gerade. Nein! Offensichtlich ja doch nicht. So. Das scheint nicht zusammenzupassen. Nee, ist mir klar. Habe ich auch nicht erwartet. Geh mir mal zur Hand, Kenway. Gib mir mal zur Hand, Kenway. Das passt gut. Huch. Achso, es wird direkt schon eingeloggt quasi. Ist ja schön. Gib mir mal zur Hand, Kenway. Das ist super. Jetzt noch hier hoch und dann haben wir es. Bei Gott, das ist der Weise. Doch dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen?
Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Wir sind fertig hier. Sehr schön. Vor allem schön, dass ich da immer die 100% kriege, wenn da nichts ist, was ich übersehe oder falsch mache. Gut, dann hat es jetzt doch sehr, sehr lange gedauert, als ich dachte. Was zum Teufel war... Moment. Darf ich gleich weiterreden? Ja, komm, wir machen eben noch schnell die Mission completieren. Ansonsten mache ich gleich einen zweiten Part danach. Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Edward? Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit und kostet weniger Leben. So, und dann probieren wir das doch mal aus. Wir haben nämlich jetzt soeben das Blasrohr, schräg die Berserker und die Schlafpfeile gekriegt. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in Gemischtwarenladen kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Oh, und das ist jetzt ein ganz großer Fakt. Wir können sie jetzt selber herstellen. Wir müssen also nicht mehr großartig sie kaufen immer. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner für einige Augenblicke in Schlaf, rüsten sie mit Hm oder drücken sie auf Hm aus. Zielen sie mit Hm und schießen sie mit Hm, drücken, um auf eine hervorgehobene Gegner zu schießen. Okay. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ei, frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Otsilesh! Totspachesh yetelguniko mak abekachli. Ich dachte, die graben danach. I'm another wee heavy dinosaur, Joe. Marigold? He's mine! I have a clear shot. Hey. What's going on? There's the bastard! There he is! Cut off. Got him sighted! Tighten the noose, man. I've got a shot. Ah!
Meine Güte. Hab Dank, aber keine Vergebung. Allgemein habe ich hier noch eine Menge Truhen, stelle ich gerade fest. Weil man kann nicht... Ne, die Truhe ist verloren. Oh. Tüdelütü. Pest und Cholera, wenn uns das nochmal passiert. Und wir schaffen uns nochmal eine Übersicht. Brauchen wir auch schließlich hier. Aber ich glaube, jetzt machen wir wirklich Schluss. Es ist nämlich jetzt mittlerweile auch schon zu viel Zeit. Von daher machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Ich werde wahrscheinlich eh das wiederholen müssen. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars. Haut rein und ciao.